Hey, ich bin Timo und das sind meine Top 7 aus dem türkischen Nischenparfümhaus Nişane. Was sind deine Lieblingsdüfte von denen? In die Kommentare. Und wenn du jetzt sagst, warte mal, ich kenne diese Marke gar nicht, gar kein Problem, denn zum Entdecken sind auch solche Videos super geeignet. Aber auch dieser Kanal, von daher bist du neu hier, lass gerne ein Abo da. Ja, wer weiß, was alles noch so passiert, ja, auf meiner Duftreise. Vielleicht entdeckst du mit mir zusammen deinen neuen Lieblingsduft, mit dem du heiratest. Man weiß es nicht. Vielleicht auch einer von denen, die gleich kommen. Gucken wir mal. Ich würde sagen, ab geht's. Platz Nummer 7, da haben wir gleich einen wahnsinnig schönen Duft. Leider ist er auch wahnsinnig teuer. Der teuerste hier, okay? Halt euch bitte fest, 450 Euro ist nicht gerade wenig, aber ihr bekommt hier dafür einen sehr voluminösen, starken Duft. Und ja, alle Düfte von dieser Marke sind mindestens auf einer 9 von 10 in Sachen Haltbarkeit zuzuordnen. Wirklich, beide Daumen hoch, was Haltbarkeit anbelangt, ist hier einfach ein Träumchen. Dieser Duft ist auch ein Traum. Ihr bekommt hier, stellt euch vor, eine blumige Süße, ja, so eine Zuckergusssüße, die ihr auf Hölzer legt. Das Ganze ist wunderschön ausbalanciert. Ihr habt hier, das finde ich recht interessant, diese dunklen Noten hier, Leder zum Beispiel, Ambra, dann kommt auch etwas Blumiges, Rose zum Beispiel. Und dann habt ihr ja diese zuckerhafte Süße hier mit am Start. Ne? Vanille, Honig, ein schöner Kontrast, der hier am Start ist. Und, warte mal, der Duft erinnert mich ein bisschen an Oud 31 von Kai Porten. Allerdings in süßer, der hier. Und auch weniger animalisch. Aber so grob diese Richtung hat er jedenfalls für mich sehr. Und das ist ein Duft, den habt ihr ja, seriös am Start, aber ich finde auch, also nicht zu sehr sprühen bitte, seriös am Start, aber auch zum Date. Ist schon ganz schön classy, aber trotzdem sehr schön. Leider teuer, aber leider auch wunderbar. Platz Nummer 6. Und ich hätte niemals gedacht, dass ein Fougère-Duft es mal in mein Herz schafft, aber dieser ja. Das hier ist B612. Wow, also ja, ich weiß. Meistens riecht so ein Fougère-Duft eher altmodisch, altbacken, aber der hier, nein. Die haben hier wirklich Klassik in die Moderne gehievt. Der ist einfach richtig nice, wirklich. Du bekommst hier so einen absolut weichen Lavendel, dazu diese schönen, weichen, grünen Noten hier mit um die Nase geflogen. Boah, relativ unauffällig, aber doch irgendwo auffällig, classy, ganz ehrlich. Magst du Fougère-Düfte? Den solltest du checken. Auf jeden Fall, ja. Für alle anderen, ja doch, kann das auch was sein, ne? Gerade für den Alltag, sehr schön. Das hier ist ein richtig kuscheliger Duft, und zwar Annie. Ihr habt hier warme, putrige Vanille, die sich ganz sanft auf Hölzer legt. Dazu kommt im Opening noch so eine scharfe Ingwer hervor, die immer wieder wahrzunehmen ist. Das ist aber ein richtig romantischer, kuscheliger Duft, und die Frauen, die finden den Duft meistens noch besser als die Männer, aber den können wirklich beide tragen für so ein ja, romantisches Date. Den sehe ich wirklich auf so ein Date oder in der Freizeit. Ja, da gehört er hin, gerade wenn es ein bisschen kühler ist. Boah, und dann mit Annie, da kann man schon Spaß haben mit. Ja, also ein Vanilleduft, der aber auf jeden Fall etwas anders ist. Das ist der hier. Der hat zwei Welten in seiner Brust schlagen. Einmal würziger Orient und dann diese süße Karibik, ja, aus Kokosnuss. Dann habt ihr Rum hier mit drinne und alles ist unterlegt mit so würzigem Tabak. Wow, das ist der hier. Fan Your Flames. Das ist so ein Duft, da sagt man, entschuldige mal, was ist das? Ja, sehr interessant. Wirklich mal ein ganz uniker Twist. Ich finde, dass diese beiden Welten sich wunderbar zusammenschließen und auch sehr gut harmonieren hier drin. Ist was für, oh, das ist richtig nice. Das ist was für so ein Date und dann auch, wenn es etwas kühler draußen ist und es soll unique sein und es soll auch auffallen. Ne? Habe ich mal auf ein Date getragen, das lief nicht so dolle, aber der Duft hier, tja, der ist schon was ganz Besonderes. Fan Your Flames, du suchst was Besonderes für so ein Date an den kalten Tagen, versuch's doch mal mit dem hier. Mit Platz Nummer 3 bist du einzigartig unterwegs, vor allem im Sommer, denn da macht der richtig viel Sinn. Du bist süß und fruchtig mit diesem Duft am Start und dazu einzigartig, weil er diese schwarze Traube hat, und das ist der Karagösch. Schwarze Traube im Fokus,
Und dann kommt noch etwas Grünes hinzu, etwas leicht dezent, krautig, erdiges ist hier auch mit dabei, was hier so mitschwingt. Etwas Oud sogar im Untergrund. Ja, also eine dezente, ordentliche Frische. Das ist so, als ob du Batman wärst. Ja? Du bist Batman und du bist eigentlich ein Guter, aber bist so ein bisschen düster, mysteriös. Also für mich ist das einfach ein richtig schönes, elegantes Teil, was du aber auch in deiner Freizeit richtig gut tragen kannst. Den hier, den Karakösch. Platz Nummer 2 ist ein so entspannter Duft. Wenn es draußen richtig heiß ist und dann den hier trägst, das ist einfach eine wunderbare sommerliche Erfahrung. Und zwar Volanchin. Du hast hier, ich finde, es riecht wie so ein Zitronenteeduft mit so einem grünen Unterbau. Er hat Orange, Teenoten, etwas Feige, was hier recht subtil drin ist. Auch Moschus, der das ein bisschen clean macht alles hier. Und der riecht wirklich wie Entspannung pur, absolut relaxed im Sommer sein, egal wie heiß, dann mit dem hier. Und habe ich auch auf einer Hochzeit getragen, da macht er ja absolut Sinn. Ja. Er wirkt classy, aber trotzdem auch modern. Ja. Habe ich Komplimente bekommen? Ja, kann ich es verstehen? Ja, das ist einfach ein toller Duft für Männer, Frauen, ganz egal, könnt ihr euch alle raufhauen. Und der macht sowas von Spaß. Also, wenn du einen Sommerduft suchst, der auf jeden Fall gut und lange halten soll, der eine sehr positive und lebensbejahende Ausstrahlung hat, dann probier es doch mal aus mit Volanchin. Platz Nummer 1 ist ein absoluter Aventus-Konkurrent. Wir haben hier den Hachivat. Ihr habt hier diese cremige Ananas mit dieser orientalischen Würze und auch von der, ja, vom Duftaufbau her hat er schon so ein bisschen was von Aventus, ne? Ananas, Eichenmoos, Hölzer, das kommt alles schon sehr gut nah dran, geht aber trotzdem noch seinen einen und vor allem haltbareren Weg. Und das ist einfach ein Ding, den hast du wirklich auch immer drauf. Egal ob Sommer, Herbst, Winter oder was auch immer, egal zu welcher Situation, du brauchst etwas auch mit Haltbarkeit da, dann den. Vielleicht zur Hochzeit, vielleicht für ein Date, vielleicht einfach nur draußen ein bisschen rumbutschern, dann ist der Hachivat einfach toll. Gerade auch wegen seiner Sillage, ne? Bei Aventus sind viele traurig, dass es nicht mal so dolle ist. Mit dem hier geht es aber dolle weiter. Das ist für mich der orientalische Aventus. Den sollte man schon mal gecheckt haben, gerade als Aventus-Freund. Aber du magst Aventus gar nicht so sehr, macht nichts, kann sich trotzdem lohnen, ja? Wow. Ja, das ist wirklich ein Gedicht, der Hachivat. Und jetzt habe ich genug geredet, jetzt bist du dran. Was ist dein Lieblingsduft von Nishane? In die Kommentare damit. Und einen Daumen nach oben, das würde mich freuen. Und bist du neu hier? Dann lass doch mal ein Abo da. Mich freut das. Ich bin unabhängig. Ich bin ein kleiner YouTuber, der sich wirklich über jeden hier freut, der ordentlich ist. Also abonnieren, mein Lieber. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Mich freut das. Und bis bald. Dein kuscheliger Parfum-YouTuber, der so ein bisschen anders ist. Ja, das bin ich. Und bin ich gerne. Bis bald. Mhm.